Ich weiß, ganz viele freuen sich jetzt, was wir machen. Und ganz viele hassen es, was wir jetzt machen. Aber wir gehen wieder rein ins wunderschöne GTA Roleplay auf Final City. Mit 16-jährigen Kindern rumschreiten. Yes, Alter. Was ist? Okay, was machen wir als erstes? Wir müssen uns erstmal umziehen. Hat sich irgendwas geändert? Das PD ist jetzt hier mittlerweile. Aha. Sympathisch. Unsere alte Heimat. Moinsen. Hallo. Komm mal so auf locker, Junge. Zack. BMF. Baddest Motherfucker, Alter. Yes. The baddest Motherfucker. Grüßt euch. Was geht ab, Jungs? Servus. Der Chef ist wieder da aus dem Urlaub, meine Besten. Alles fit oder was? Uff. Bei mir ist alles fit, bei Ihnen. Sehr gut. Besten. Sepp Meier, mein Name. Ah, Sepp Meier. Und Sie? Grüße Sie. Mein Name ist Michael Jones. Servus, Michael Jones. Ist hier, haben wir hier, weiß nicht wen. Wen haben wir denn hier alles? Wen suchen Sie denn? Den Herrn Dax? Longstein, Hill, sowas. Ja, also hier, da vorne ist zum Beispiel Longstein, aber aktuell von Führungsebene ist der Herr Dax da. Wenn Sie wollen, kann ich Sie einmal zu ihm bringen. Ja, komm, gehen wir mal zum Dax. Ja? Ist der neu oder was ist das? Kommen Sie mit. Gut, nee, also Dax. Der Herr Dax ist unsere 02. Aha. 01 ist der Herr Dings wahrscheinlich, auch? James Steinke. Der Steinke, genau. Ja, und die 03 wäre jetzt der Uwe Rammler. Aha. Servus, was geht ab? Herr Meier, Sie leben ja auch noch. Natürlich, bisschen Urlaub gewesen. Komm ich zurück, guck mal mit einer schönen Kette. BMF, Fett. Der baddest Motherfucker. Hamza oder was? Na, das gibt's ja nicht. Jetzt nehmen wir Asylanten noch bei PD auf oder was ist das? Ja, Kreuzsakrament. Sehr gut, Hamza. Ja, hätte noch länger sein können, wenn es um mehr geht. Aber super, wie geht's dir? Ja, kann mich nicht beschweren. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Jungs, wo haben wir denn die Umkleiden hier? Hier im Raum weiter. Super, ich komme sofort. Ist noch der Herr Peppi Moser am Start? Nee, aber der wollte mich tatsächlich gleich bewerben kommen. Jetzt klingt mein Handy. Wie kann das sein, dass jetzt mein Handy klingelt? Jo, hallo? Hallo? Wie geht es dir, mein Bester? Wer ist denn da? Ja, aber der Parker hier. Parker, du alter Wichser. Ja, Mann, was geht denn ab, du Schwanzlutscher? Alles fit oder was? Ja, sicher doch, sicher doch. Und bei dir? Ja, bestens. Wo ich deine Stimme höre, geht's mir ein bisschen schlechter, aber ansonsten alles super. Schön, mal wieder im Dienst zu sehen. Ja, bin doch da, Mensch, bin doch da. Ich zieh mich kurz um, dann gehen wir los, oder was? Ja, können wir machen. Gut, vierte, servus. Wer ist noch alles hier? Okay, Chat, jetzt brauchen wir Handy, haben wir schon mal abgesnackt. Jungs, was muss ich denn eigentlich anziehen als Rang 12? Was gibt's denn da Bestimmtes? Das ist schon irgendwas Neues. Was sind Sie denn für ein Rang? Ich bin Kapitän, mein Bester. Der Capitano. Okay. Dann passen Sie auf, wenn Sie wollen. Kann ich dann gleich mit Ihnen mitkommen und dann zeige ich Ihnen dann. Das ist ja perfekt. Ja? Sehr gut. Herr Longstein! Ja, Christi! Ja, Hose 217. Ja, mach mal locker jetzt. So, nee, was haben wir für ein T-Shirt? 122. Gibt's da noch eine andere Variante oder sowas? Boah, ja. Guck mal mit dem Hoodie, Mensch. Ist kalt, Jungs. Zieh was an. Boah, ich nehme das hier mit Hoodie, sieht ein bisschen kompakter aus. Ja, was braucht ihr für Hose? 217. 217, das ist krank. Man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Ich glaube, ich bleib so, Alter. Guck mal, wie ich aussehe, Bruder. Guck mal. Junge, wie The Rock, Alter. Mit BMF-Kette. So, Junge, jetzt eine Wesse und eine Knarre, Alter. Dann macht's baff, baff. Funkcheck, seht mal im Dienst. Grüßt euch. Ich bin wieder da, Jungs. Ich weiß, ihr freut euch und jetzt kann's losgehen. Jetzt geht's hier richtig vorwärts. Habt ihr mich verstanden oder was? Ja, na, das gibt's ja gar nicht. Wen haben wir denn da? Das fette Mistschwein, Herr Moser, grüß dich. Alles fit oder was? Was ist los, Herr Moser? Was ist, Peppi? Was ist? Ah? Geld verspürt oder was? Ach, das gibt's ja nicht. Wie viel? Jones, ich kommen. Da bist du aber auch selbst schuld. Ach, wirklich? Ich bin selber schuld. Wow. MOB schießt auf Kali. Ich würde Trickfotos machen mit Helikopter. Aber irgendwer schießt auf Kali, habe ich gehört. Wo sind hier die Knarren, Peppi? Bist du noch beim PI? Wie noch nicht? Ja. Herr Longstein, freut mich, Sie wieder zu sehen. Bin auf Gegenseitigkeit, was waren Sie denn wieder da? Gerade eben, vor einer halben Stunde gekommen. Ach, hören Sie auf. Ja, geh heim, ja, freilich. Aber eine Frage, Herr Longstein, kommen Sie mal kurz. Ja, bitte. Ich sehe, Sie sind Rang 4. Was ist da los, Herr Longstein? Ja, ich bin ja damals zur PD Mose in die Armee gewechselt. Mir achtet er erst heute wieder da. Ach, du bist heute zum PD gekommen, oder? Ja, damals auch wieder. Okay,
Deswegen okay, kann ich mich jetzt wohlfühlen mit dem Rang 4. Ja, verstehe ich doch. Aber siehst du meine Kette? BMF, der baddest Motherfucker, mein Bester. Ach, hören Sie auf. Wo haben Sie so eine Kette her? Ja, das ist personalisiert für mich. Was denkst denn du, Mensch? So, Streife Langstein-Meyer fährt jetzt hier die 1080 an. Wo ist es? Richtung SG noch. Schienen Richtung SG. Ach, du mach mal die Sirene aus, dass ich nicht hören. Longstellen, Konzentration ist jetzt angesagt, mein Bester. Full Fokus, nicht Fokus, Full Fokus. Haben wir irgendwie Neues hier, Jungs? Irgendeine geile Drecksau, wo er sagt, what die ist es? Ich glaube ja weniger. Ehrlich? Viele haben gekündigt gestern. Wer ist Jana Hartmann? Ruf ich doch direkt mal an. Frau Hartmann, sind Sie am Apparat? Ja. Servus, Depp Meier, mein Name. Depp Meier? Ja, natürlich. Wie bitte? Ja, wie geht's? Ja, super. Und ihn? Ja, auch. Sehr gut. Was? Ich hab gesehen, Sie sind Rang 5. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Kann das sein. Wie, das weiß ich nicht. Musst du wissen, was du für einen Rang hast. Was ist denn das jetzt, Vorschmal? Ich hab grad Urlaub. Ach, du bist im Urlaub. Dann will ich natürlich gar nicht stören. Dann ist alles in Ordnung. Ich habe nämlich nur eine kompetente, gut aussehende Frau gesucht vom PD. Da habe ich direkt an Sie gedacht, weißt? Ah, das ist ja der Wahnsinn. Natürlich, natürlich. Und gut, dann alles in Ordnung. Dann melde ich mich bei jemand anderem. Jawohl. Super, vierte, servus. Ja. Ah, ich habe Schüsse gehört. Mann, das war hier das Schild, du Depp. Nein, das ist nicht das Schild. Sicher. Ey, hier ist eine Schießerei bei 9114. Wer ist denn das? Was für eine Familie? Ich habe keine Ahnung. Was? Ich kann die Familie aber leider nicht erkennen. Eine ganz große Schießerei. Wir haben Dings gemacht. Wollen wir reinmarschieren? Natürlich, was eine Frage! Ja, fragen Sie mal im Puff, wo wir sammeln. Jungs, sammeln wir uns alle und fahren dann dahin? Die schießen mitten auf der Straße, die haben irgendwelche Kutten an. Ich weiß ja nicht, was das ist. Die Jungs im Auto wissen es auch nicht. Weiteren 24. Jagt sie, jagt sie! Schieß, schieß! Er ist im Fahrzeug. Alter, mein Strudel. So hab ich mal geschossen, ja? Ach so. Ich schieß auf den falschen, Bruder. Schaut Feuer, schaut Feuer. Hat er frisch hier in die Gasse? Dann fährt jetzt Richtung Rob. Wer ist das im Blauen? Wer ist das im Blauen? Der hat eben gefunkt. Das ist die Crip. Die wohnen hier beim Skaterpark. Ihr seid zu weit. Das Auto steht hier an der Mauer. Genau unter Mauer Watch. Genau. Ja, ich bin hier, alles zu machen. Ich rede mit den Crips, dass die keine Angst haben müssen. Privatgelände. Ja, ich bin ein Eierwichser. Los, Jungs, wir haben keine Zeit. Der Wichser soll es machen. Ja, wir müssen nochmal einen Angler kontrollieren. Sollte man vielleicht die Dame kontrollieren? Oh, sie hat eine illegale Waffe auf ihrem Rücken. Boah, der hat sowas ganz anderes bei sich. Mascha, du musst Ansage machen. Junge Dame. Einmal bitte rechts anhalten. Einmal auf die Bank setzen, bitte. Warum soll ich mich auf die Bank setzen? Weil wir das sagen. Bank setzen müssen sie nicht, aber... Einmal auf, hier sofort. Was wollt ihr von mir? Ich bin... Habe ich keinen Führerschein? Wollt ihr meinen Führerschein? Bitte auf, nee, aber sie haben... Machen sie nichts, na bitte. Dame, ja, auf. Dame, besitzen Sie einen Aufenthaltstitel? Ich wollte mich fragen, ob ich einen Aufenthaltstitel... Ja. Haben Sie eine Waffenlizenz für die Samurai-Schwert? Die Dame, ich habe Sie was gefragt. Habe ich nicht. Haben Sie nicht? Ich hätte einmal gerne Ihren Ausweis gesehen. Das ist auch nicht echt, ich habe keinen Ausweis. So, haben wir noch wie, du hast keinen Ausweis? Ich habe keinen Ausweis. Wenn Sie sind Sie hergekommen? Wenn Sie wollen, können wir jetzt zur Ausweisstelle und ich beantrage mir einen neuen Ausweis. So einfach geht das nicht. Die Dame, aus welchem Land sind Sie hergekommen, die Dame? Festnehmen, um Sie durchsuchen zu können. Wollt ihr mich verarschen? Was? Hallo, junge Dame, ganz ruhig. Kooperieren Sie, ja? Wollt ihr mich verarschen? Sie keine, warum denn jetzt verarschen? Bleiben Sie mal locker, bitte. Was ist denn jetzt los? Warum verarschen? Sie mit dem Schwert, das einen Meter lang ist, durch Hüftlage, da war schon keine Komplikation. Ach, geh, Horm. Ich wollte mich gerade verarschen. Was ist denn? Ja. Erzählt mal, was ich gemacht haben soll, dass ich hier als Fußgänger durch die am Würfel. Ich erkläre sie nochmal. Sie haben eine Machete, Sie haben einen Katana. Hören Sie doch dann zu, wenn Sie was fragen. Habt ihr reingeguckt, ob dieses Katana echt ist? Junge Frau, hören Sie doch mal zu. Wir fragen Sie, ob Sie eine Waffenschein haben für einen Katana. Dann sagen Sie nur, habe ich nicht. Daraufhin nimmt, dann fragen wir. Daraufhin fragt der Kollege, ob Sie einen Ausweis haben. Zurück.
Digga? Was, Digga? Was, Digga? Was, Digga? Wo sind wir denn? Ist es Frankfurt hier oder was ist? Abführen! Illegaler Waffenbesitz, was Beamtenbeleidigung. Ab in den Knast! Oh, die ist so zerfahren. Volltreffer. Warum schreit sie so? In einem Auto und nimmt mich fest, weil ich am Würfelpark zu Fuß. Dame, hören Sie auf zu schreien. Oh, wir sind so sauer. Nächstes Mal einen Ausweis machen. Dann auch keine Probleme. Deshalb haben wir. Ich wollte doch einen Ausweis machen. Nicht in so einem Ton, nicht in so einem Ton. Wie lange haben Sie geangelt, um diesen Ton zu bekommen? Ich rede mit euch so, wie ich will. Ja, schreien Sie an. Die Dame, hören Sie mir mal kurz. Schreien Sie an. Ich habe noch eine Frage an Sie. Aus welchem Land kommen Sie? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Das finden Sie bestimmt auch irgendwo heraus. Frankfurt. Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung? Ja, sehr gut. Danke, dass ich jetzt am Ende Visum? Nichts für haben nichts Sie Visum? Bin. Junge Dame, beruhigen Sie sich doch einmal. Ich komme ins SG. Ja, ich komme ins SG. Wie nett von euch, wirklich. Ich komme auch öfter im SG. Ich würde mich recht bedanken. Wollen wir wieder sagen? Junge. Schieß am SG auf uns! Schieß am SG! Was ist das? Schieß am SG! Keine Ahnung von wem. Wir haben uns abgefangen, das sind ihre Leute. Das sind die Dreckstypen von der Bitch bei uns im Auto. Fahrt alle das SG an! Und verteidigt euer Land! Wollt ihr mich verarschen oder was? Wir müssen irgendwo aufsteigen. Ich aufsteigen und zu Fuß weiter. Wir müssen einfach mal stehen. Fahr doch direkt vor mir. Direkt rechts vom Tor. Ja, noch einer. Du hältst deinen Schandmaul jetzt da hinten. Okay, halt deine Fresse, vernünftig mit mir. Achso, aber Fresshalten ist vernünftig, oder was? Ach, bist du denn vernünftig, oder was? Wie bitte? Bist du denn das vernünftig, oder was? Gut, kannst du die Männer schon... Ist er jetzt nicht um... Bitch, ist er jetzt nicht hergegriffen irgendwoher, was? Wie Leute das ernst nehmen, ist so traurig. Aber können wir sie das mal einbuchten? Bin ich nicht alleine diesmal auf. Es müssen Leute von der Freude gewesen sein, das war kein Kali. Das war auf jeden Fall kein Kali. Ja, ich weiß es nicht. Sehen wir doch gleich, ich weiß es nicht. Also Overwatch. Dann diese Weiße. Jungs, könnt ihr einmal Medics holen, bitte? Dame. Hallo, junge Dame? Hallo? Bitte reden Sie mit uns. Junge Dame, da die Lage sich ja jetzt aktuell beruhigt hat. Nochmal hier die Frage: Sie hatten am Würfelpark jetzt keinen Ausweis, ist das richtig? Kann ich gerade nicht sehen, ich bin gerade richtig. Alle hier. Ah, jetzt könnt ihr reden, die Dame. Junge Dame? Ach, servus. Guten Abend. Also nochmal die Frage. Am Wühlpock hatten sie keinen Ausweis. Ist das richtig? Und dann habe ich ihnen gesagt, wir fahren einfach gemeinsam und machen mehr Ausweis. Nein, die Frage ist ja nur, sie hatten zu dem Zeitpunkt keinen. Ist das richtig? Ja. Okay. Ja. Weil sie müssen ja verstehen, wenn sie keinen haben. Und alles gut, ich muss doch verstehen, von einem Polizist Bitch genannt zu werden. Alles gut, niemand hat mich alles Bitch verstehen. Genannt. Natürlich hat mich niemand Bitch genannt. Das hat doch gar keiner gemacht. Nein, natürlich hat es keiner gemacht. Das hat doch gar keiner gemacht. Wer war das? Keiner hat das gemacht. Reden Sie nicht. Junge Dame, sollte das jemand gemacht haben? Hören Sie mir doch. Sie haben das gemacht. Sie sind dumm, Digga. Herr Longstein, ganz ruhig bitte. Sollte das jemand gemacht haben, junge Dame? Dann entschuldige ich mich im Namen des PDs. Sie haben das gemacht. Sie. Na. Sie. Abgehauen. Checken Sie das, Sie. Das habe ich nicht. Deswegen sage ich es nochmal. Sollte das jemand gemacht... So, sollte das jemand gemacht haben, entschuldige ich mich im Namen des PDs. Und jetzt nochmal zu dem Geschehen ist, warum sie, ob sie im SG sind. Sie laufen mit einem Katana offensichtlich rum. Dass das nicht echt ist, das kann ich ja nicht wissen. Das haben sie aber erst gesagt, nachdem wir sie festgenommen haben, weil sie keinen Ausweis dabei hätten. Hätten sie vorher ganz entspannt einfach gesagt, Junge, ja, weil draußen ihre Kollegen am Bollern sind. Wir können nicht einfach rausgehen und sterben und ihr Leben auf Gefahr setzen. Ihr habt Hausverbot bekommen, das ist euer Problem. Geht doch raus, ihr seid doch so stark, geht doch raus. Und dann? Ja, behaltet euch doch selber, wollt ihr jetzt den ganzen Tag hier eingesperrt bleiben? Also nochmal, zur Sachlage zurück. Ich hab keinen Bock, mit dir über die Sachlage zu reden. Sie hatten ja keinen Ausweis dabei. Wenn man keinen Ausweis dabei hat, weil man keinen besitzt, ist es ja erstmal gar nicht problematisch. Problematisch wird das Ganze dann, wenn du kontrolliert wirst und hast eine Knarre dabei. Und das war ja in deinem Fall der Fall. Und da du ja auch keinen Waffenschein besitzt und keinen Personalausweis. Jetzt sagst du mir, was sollen wir denn machen? Richtig. Ins Auto, in Knarre. Einfach bitschnallen, alles gut. Das ist die Lösung für alles. Aber deswegen habe ich ja gesagt, Herr Langstein, schon dreimal, wenn es passiert sein soll, dann tut's ja leid.
Das ist richtig. Aber trotzdem, kommen wir nur mal auf den Punkt zurück, warum sie hier ist. Weil das ist ja die Frage, die sie 20 Mal gestellt hat, die ich ja erklären will. Hast du keinen Ausweis, gibt's eine Kontrolle. Und hat man dann eine Knarre dabei, hat man leider Pech. Was soll ich machen? Ja, wie gesagt, ich habe einen wieder geholt. Und kooperativ waren sie ja auch nicht. Mit rumschreien. Gott sei Dank. Ja, das hat dir viel gebracht. Du sitzt jetzt hier seit einer halben Stunde, kannst nachher nochmal Hafteinheiten rein und dann kriegst du Höchststrafe, genau wie deine Kollegen. Ich habe schon ein Hausverbot, keine Ahnung, was ihr gerade labert. Wir wissen aber schon, was Hausverbot heißt, dass wir gar nicht hier drin sein dürfen. Hausverbot heißt, dass wir gar nicht sein dürften, meine Beste. Das ist was anderes. Aber man vielleicht die Sachen wissen, was ein Wort ist. Wenn man Frankfurt aufgewachsen ist, dann geht man, glaube ich, nicht zur Schule. Also nochmal zur Sachlage zurückzukommen. Beim nächsten Mal müssen sie einen Ausweis dabei haben. Ist ja nicht schlimm, ich erkläre es ja nur, weißt du? Das ist ja das Ganze, das ist ja die Sachlage. Die Dame einmal bitte den Vor- und Zunamen. Die Dame bitte. Weil ich würde ja sonst den Ausweis nehmen, aber sie hat ja keinen. Da kommen wir wieder zur Sachlage zurück. Dann sollst du jetzt einen machen, komm. Wir gehen rüber zum Ausweistyp, dann macht jetzt einen. Ein Scheiß, ihr seid ja kein Taxi, warum soll ich mir jetzt heißen? Da steht der Typ, auf den. Der steht doch hier drüben, der steht doch hier drüben. Und junge Dame, mal den Ton ein bisschen senken, ist ja alles entspannt jetzt. Ich helfe nach oben, die Dame, kommen Sie. Junge Dame, komm, machen wir einen Ausweis. Ich habe Ihnen auch 100 Mal gesagt, dass ich hier drin nichts sehe, ne? Habe ich Ihnen auch 1000 Mal gesagt, also werde ich mich hier nicht wegbewegen. Ach, haben Sie die falsche Brille auf, oder was? Ist das eine ohne Sehstärke? Sag mir bitte, wenn der wieder vor Soltor kommt. Sind Sie ja blind? Also, kommen wir nochmal zurück. Wollen wir einen Ausweis jetzt machen oder nicht? Weil dann, wenn sie es jetzt nicht machen... Checkt ihr das? Ich sehe nix. Also wollen sie jetzt keinen Ausweis machen? Schon mal die Akte so weit geschrieben, Herr Longstein, dass sie dann jetzt... Welches Einbuch denn? Ja, natürlich. Gut, wenn ich draufgehe, dann tut den die Haftzeit verstrecken. Hey. Wir werden jetzt evakuieren. Habt Geduld. Evakuieren. Wollen wir hier keiner mehr? Bitte evakuieren, nicht eakulieren. Danke. Seid ihr sicher?